ich möchte sagen, er ist einfach ein wundervoller Mensch. Ich bin jederzeit froh, dass wir ihn hier und ich ihn auch so kennenlernen durfte. Ich kenne die Geschichte hinter seiner Frisur und warum das... Nein, ihr lacht. Es gibt eine ernste Geschichte dahinter. Vielleicht erzählt er sie euch, wenn ihr ihm sagt, dass er voll authentisch war heute Abend. Er ist ein toller Mensch. Wir freuen uns jedes Mal, wenn er am Mikrofon steht. Deshalb finden wir auch, er sollte so oft wie möglich an diesem Mikrofon stehen. Bitte, liebes Essen, macht einen tosenden Applaus und gebt alles heute noch ein letztes Mal für Christopher mit F! Hi. Ja. So, es war ein sehr beschaulicher Abend bis jetzt. Also so die zweite Hälfte war ein bisschen beschaulich. Und ich finde, das ist dann jetzt auch mal gut, ne? So. Also wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Zug reinbringen. So, ich habe jetzt auch mein drittes Bier angefangen. Und von daher ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass wir hier, ich muss aber auch ein bisschen ans Publikum denken, ihr müsst ja alle nach Hause gehen und denken so, huh, Föhnfrisur. Und darum möchte ich stelle euch eine Frage. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Wollt ihr Rap hören oder soll ich komplett ausrasten? Jay, hast du nicht mal gesagt, dass das Publikum immer automatisch das Zweite wählt? Egal. Na, ihr habt euch das so gewünscht. Naja, wie seid ihr heute Morgen eigentlich durch die Glastür am Haupteingang gekommen, hä? Eure Nasen sehen schon wieder ein bisschen platt und zerbeult aus. Glas übersteigt eure Vorstellungskraft. Ich hab gehört, eure Mutter ist schon wieder schwanger. Mit Zwilling. Ich hätte da zwei Namensvorschläge. Wie wär's mit Amber und Tiffany? Aber macht euch mal keine Sorgen, die Magma Filmstudios brauchen immer neue Darstellerinnen, da müsst ihr auch nicht lesen können, den Text, den ihr dafür können müsst, den habt
wenn die Energiewende so weitergeht, dann brauchen wir ein paar Jahre noch wieder Flussschlepper, ihr Stammbaumexperimente. Wow! Hab ich gelacht, hab ich ein Witz erzählt? Wisst ihr. Und wenn die Energiewende so weitergeht, dann brauchen wir ein paar Jahre noch wieder Flussschlepper, ihr Stammbaumexperimente. Ah, da war ich grad, ne? Vielleicht bauen sie auch kleinere Windkrafträder. Vielleicht bauen sie auch kleinere Windkrafträder. Ja. Vielleicht bauen sie auch kleinere Windkrafträder für euch. Die könnt ihr dann mal windstill anschubsen hier. Ihr Hohlraum versiegelten hier nichts, aber selbst dafür braucht ihr noch 2 Jahre Ausbildung. Aber dann macht ihr wenigstens was Anständiges, anstatt dass ihr vernunftbegabten Menschen wie mir die Luft wegatmet zu mehr wie die eh nicht taugen, ihr jämmerlich fehlgeschlagenen Produkte eines dramatisch schiefgelaufenen Tinder-Dates. Eure Mütter haben doch wegen der Schwangerschaft Crack geraucht, ne? Wie war das eigentlich damals, als er der Geburtshelfer mit der Zange rausgeholt hat, hä? Hat das sehr weh getan, ihr Pissflitschen? Verdammt! Was ist los mit euch, hä? Was ist los mit euch? Spack! Wenn wir uns das nächste Mal sehen, mache ich einfach das Licht aus und strahle mit einer Taschenlampe die Wand an. Da seid ihr mental ausgelastet. Ruckzuck ist die dunkle Stunde um. Ihr seid der beste Grund dafür, um Atheist zu werden, wenn ich Gott wäre. Wenn ich Gott wäre, ich würde mich auch nicht mehr blicken lassen, nachdem ich sowas wie euch zugelassen hätte. Zum Glück habe ich das gleich hinter mir. Da muss ich mir diesen Käse hier nicht länger antun und kann endlich nach Hause und mich mit Menschen umgeben, deren Aufmerksamkeitsspanne den Zeitraum von 2 Minuten übersteigt. Sonst kriege ich auch noch Hirnschwund und die Kursfahrt ist auch gestrichen. Ihr Vollposten. Zum Glück ist die erste Reihe so weit weg. Als ich dann zum Luftholen und um mich zu sammeln eine kleine Pause einlegte, da war es zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal seit einem halben Jahr, ganz, ganz, ganz still in der Klasse 5b. Des Goethe-Gymnasiums in Essen-Bredeney. Ja, da sitzen ein paar Grasshopper hier rum, nicht? Überall, wo man hinsah, rannen kleine, salzige Tränchen aus runden, weit aufgerissenen Kinderaugen über rosige Pausbäckchen. Auch die Prüfungskommission. Wirkte seltsam betreten. Frau Schneider, meine Ausbildungslehrerin, war zunächst noch sehr agil gewesen, hat anfangs wild mit den Armen umher gestikuliert und ihr Gesicht so lustig verzogen. Inzwischen war sie aber auf dem kleinen Stuhl an der Rückwand in sich zusammengesunken und versuchte ihr Gesicht hinter einem College-Block zu verstecken. Wahrscheinlich schämte sie sich, weil sie schon über 15 Berufsjahre auf dem Buckel hatte und ich trotzdem schon am Ende meiner Ausbildung eine weitaus ausgefeiltere Lehrerpersönlichkeit vorweisen konnte als sie. Aber sie hat ja noch Zeit. Und man kann ja auch mal was von Jüngeren lernen, dachte ich mir.
Langsam war ich wieder soweit, hatte mich gesammelt und konnte jetzt mein Feedback zu den Schülerleistungen abschließen. Gerade wollte ich ausholen, um diesen 60 verlogen, glasigen Kinderaugen den letzten Rest zu geben. Da wurden die kleinen Teufel von der Schulklingel gerettet. Aber selbst nach dem allseits bekannten Geräusch, das normalerweise hektisches Treiben auslöste, bewegte sich nur wenig. Bis auf Frau Schneider, die etwas unmutig wirkend aus dem Raum stürmte. Tja, Lernen ist schmerzhaft. Auch für Lehrer. Wenn die Pädagogengeneration die neue groß aufspielt. Schließlich erhob sich auch die Prüfungskommission. Alle drei hatten verstandene Mienen aufgelegt. Ja, ja, versucht ihr mal, euer Pokerface. Sagte ich leise zu mir selbst, während ich mir ein Fazit für die gerade gehaltene Stunde zurechtlegte. Die Sache war doch eindeutig. Sieg! Durch 30-fachen K.O. Und gleich kamen noch drei weitere dazu. Noch nie war jemand so gut auf den pädagogischen Alltag vorbereitet. Man könnte sagen, ich freute mich auf meine Zukunft. Vielen Dank fürs Aushalten.